Hallihallo, es ist 8 Uhr morgens in Bangkok. Herzlich willkommen an alle Frühaufsteher. Hier ist Pratunam Night Market. Also, 8 Uhr morgens, der Nachtmarkt ist noch im Gange. Und wir wollen jetzt mal schauen, wie der normale Pratunam Market jetzt seine Pforten öffnet. Dazu sind wir jetzt, wie gesagt, hier auf dem Pratunam Night Market. Es ist noch Aktivität da. Also, bevor es hier heiß wird, bevor die Sonne aufgeht, richtig aufgeht, sind also die Händler hier wirklich beschäftigt. Guck mal hier, hier wird oder wurde eingekauft, große Mengen. Also, das ist die beste Zeit für diejenigen, die sich auskennen. Die kommen also hier hin im Morgengrauen, weil dann hat man hier die beste Stimmung. Nachts muss man hier nicht unbedingt hingehen, obwohl der Markt die ganze Nacht über geöffnet ist. Und wir sind hier, das kann ich euch mal zeigen, am Fuße des Baiyoke Sky Towers. Wie so oft schon mal, jetzt aber zur anderen Uhrzeit. Und das ist der Nachtmarkt dort drüben. Das ist also der wirkliche Nachtmarkt, wo also auch die Straße gesperrt ist. Ihr seht es jetzt also auch. Die Straße ist wirklich richtig zu. Wir waren ja hier auch schon mal zu anderen Zeiten. Mit dem Motorbike bin ich immer durchgefahren. Und da war ja der Markt, heute ist Freitag, da war ja der Markt nicht in dem Ausmaß geöffnet. Da konnte man dann nämlich noch durchfahren mit dem Auto, weil nur quasi in der Mitte nur eine Reihe mit Ständen waren und rechts und links eben die Reihe. Aber das ist jetzt hier so, wie es normalerweise aussehen sollte. Man kann nicht mehr durchfahren, weil alles voller Stände ist. Und hier ist auch Verkehr angesagt. Hier stehen schon die Container bereit, die rollenden Container bereit, wenn in einer Stunde der Nachtmarkt wieder abgebaut wird. Aber wir machen uns jetzt auf den Weg in den normalen Pratunam Market. Hier an den Seiten gibt es natürlich Essen und Trinken, wie wir es gewohnt sind. Wir machen uns jetzt auf den Weg dort rüber. Hier ist der Baiyoke Tower 2, so nennt er sich. Und am Fuße dessen geht es also in den Pratunam Market. Ja, Link wie immer unten in der Videobeschreibung, wo wir uns gerade befinden. Und wir machen es jetzt geradewegs durch den Markt einen kleinen Vormittagsbesuch. Denn jetzt ist wie gesagt 8 Uhr. Da machen jetzt im Markt die ersten Stände auf. Die ersten haben auch schon auf. Da beginnt also jetzt das Treiben. Hier wird abgebaut. Da wird der Markt quasi angefangen. Ja, wenn man sich das wirklich hier anschaut, wie viele Leute hier morgens unterwegs sind, also das ist wirklich, wirklich der Wahnsinn. Bangkok ist eine Stadt, die niemals schläft, auch wenn es natürlich Abschnitte gibt, wo es ruhiger ist. Aber hier kannst du hinkommen zu jeder Tages- und Nachtzeit und kannst dich hier in dem Viertel bewegen. Guck mal hier, wie viele Leute hier unterwegs sind. Und hier wird vom kleinen Eimer, da wird ein kleiner Eimer aufgestellt, also hier so eine Kühlbox. Hier werden die Sticks verkauft, die Fleischsticks. Mehr braucht es nicht. Und schon bist du selbstständig. Kleinen Eimer und ein paar Fleischspieße. Richtig voll hier. Und in einer Stunde oder zwei, heute ist wie gesagt Freitag, und die touristischen Aktivitäten nehmen ja auch immer mehr zu. Also, Bangkok ist wieder da. Manchmal braucht es auch nicht viele Worte. Einfach mal innehalten und so ein paar Eindrücke aufnehmen. Auch hier die kleinen Seitengassen. Motorräder fahren hier durch. Das ist wie gesagt einmalig. Wir gehen jetzt einfach mal hier durch diesen Hauptkanal, sag ich mal. Denn da geht es zur Phetchaburi Road. Ja, hier haben wir wieder Essen, mitten im Weg hier. Auch wenn die Motorbikes hier vorbeifahren, auch wenn hier die Händler vorbeikommen mit ihren riesen Wagen vollgepackt, hier wird Essen und Trinken verkauft. Die Eier vom Grill, das hat es doch bei uns noch nie gegeben. Ja? Eier vom Grill.
Und das Sticky Reis, gebratener Sticky Reis. Und immer schön aufpassen, Obacht geben, hier kommt wieder ein Motorbike. Los, mal rein. Ja, Riesenballen werden hier transportiert. Ist das jetzt eingekaufte Ware? Ist das Ware, die in die Geschäfte geht? Man weiß es nicht. Aber das ist wirklich eine der Destinationen hier in Bangkok, die man besucht haben muss, wenn man die Zeit dafür hat. Viele sind da wirklich nur auf der Durchreise, was eine Sünde ist. Ja, das will ich auch noch mal kurz zeigen. Hier, die Händlerin verkauft nur Masken. Und das ist für die Thais immer noch ein Thema. Masken. Und viele tragen auch Masken. Weiterhin. Im Straßenbild ist die Maske also noch nicht verschwunden. Immer mehr sind jetzt dabei, die Maske abzulegen. Aber es hat natürlich auch nicht nur mit Covid zu tun, sondern auch mit der normalen Situation. Die Luftverschmutzung ist im Moment noch ziemlich hoch. Gerade im Norden haben wir damit große Probleme. Deswegen wird hier Maske getragen, ob Covid oder nicht. Atemschutz, um auch seine Atemwege zu schützen. Ob die Masken, diese Papiermasken, natürlich wirklich helfen, ist dann auch fraglich. Also wenn es jetzt so FFP2-Masken wären, da ist die Wirkung natürlich ein bisschen größer. Aber die ganz normalen, billigen, naja, ja, weges Treiben hier, oder? Also das war einer der Orte, wo ich anfangs meiner Bangkok-Zeit oft gewesen bin, weil mich das so fasziniert hat, was hier schon früh am Morgen los ist. Und ich habe also wirklich gedacht, es ist ja noch nicht so viel los. Habe ich mich getäuscht? Wie gesagt, kurz nach 8 jetzt. Und hier geht es auf die Ratcha Prarop Road. Halt einen kurzen Blick drauf und gehen dann nochmal jetzt gleich rechts durch den Markt durch. Auf die Soi 17 ist es, glaube ich, oder 19. Aber vorher nochmal einen Blick drauf werfen. Die Straßenhändler hier am Eingang des Marktes. Es ist faszinierend. Auch eine sichere Quelle hier hinzugehen für kleine Snacks am Morgen. Also man braucht nicht unbedingt gefrühstückt zu haben. Einfach so ein Fleischspieß mal mitnehmen, ein paar Früchte. Alles kann, nichts muss. Ja, wir gehen jetzt einfach mal hier aus dem Markt rauskommend quasi. Das wäre jetzt die Richtung zur Platinum Fashion Mall. Dort ist also die Platinum Fashion Mall auf der anderen Seite. Da gehen wir jetzt aber nicht hin. Wir machen jetzt hier einen Weg durch den Markt durch. Denn die Straße auf der anderen Seite des Marktes ist eigentlich quasi ein Hintereingang, wenn man so will. Sehr interessant. Überall Gelegenheiten, hier auch mal kurz den Bruder zu begrüßen. Wir haben vorhin auch kurz einen Mönch gesehen. Also selbst die Mönche sind also nicht scheu, hier durchzugehen, um hier ein paar Almosen zu empfangen. Das ist doch wirklich der Wahnsinn, wie viel hier los ist am frühen Morgen. Ja, und hier kommen wir jetzt, wie gesagt, auf den Hinterausgang quasi, oder Hintereingang, wie man auch immer will. Hier, Italian Soda, Kaffee, alles gibt's hier. Und vor allen Dingen, es gibt ja auch Essen zum Hinsetzen. Nicht einfach nur Snacks zu mitnehmen. Hier kann man sich hinsetzen. Hier kann man sowohl Reisgerichte als auch Suppen bekommen. Jetzt hier am Morgen ist die Suppe sehr populär. Wir werfen gleich mal einen Blick hier auf die Küche. Kommt gleich. Da sehen wir nämlich, was hier los ist. Hier werden also vornehmlich Suppen verkauft. Ja, Vorbereitungen laufen. Alles gut. Und hier gibt es Suppe en masse. Ja. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Das ist Bangkok. Ja, kleine Speisekarte hier. Also hier sehen wir, was es hier gibt. Nudelmenüs.
Also die Thais sagen ja auch, wir gehen Nudeln essen. Wir würden sagen, wir gehen Nudelsuppe essen. Aber es ist eigentlich eine Nudelmahlzeit, nicht eine Suppe. Ja, die Suppe gibt es dann, die Nudel gibt es dann entweder trocken oder nass. Ja. Kuit Yao Nam oder Kuit Yao Heng. Das ist, was die Thais dazu sagen. Wir gehen Nudeln essen, nicht Suppe essen. Ja, man muss hier wirklich warten, um den Platz zu bekommen. Ist also voll am Morgen. Wirklich voll. Ja, der Motorradfahrer, es wird einfach hier reingefahren. Also da kennt man nichts. Man läuft ja nicht mit kleinen Päckchen oder Briefchen hier rein, sondern man fährt mit dem Motorbike durch. Und wir sind hier nicht alleine mit der Nudelgeschichte, sondern hier gibt es auch weitere Restaurants. Hier kann man sich auch reinsetzen. Hier ist natürlich viel muckelig warm drin. Hier wird richtig gekocht. Also das sind hier quasi, die gehören wohl zusammen auch. Deswegen, ich habe mich gerade gewundert, wo die Reisgerichte herkommen. Hier ist also die Reisküche. Da gibt es Krapau, da gibt es Omelette, da gibt es gebratenes Gemüse. Alles hier direkt nebenan. Ja, und hier, guck mal hier. Die Schweinshaxe, da ist sie wieder. Was wir natürlich nicht so gerne essen, vielleicht der eine oder andere Ton, aber die Mehrheit wohl nicht, sind eben die Innereien, die es manchmal dazu gibt. Ja. Aber ansonsten ist das hier eine tolle Geschichte. Und das ist, wie gesagt, früh am Morgen hier, jetzt gleich 8.30 Uhr. Hier nochmal kurz ein Blick auf die Speisekarte. Porkleck mit Jasminreis und dem schönen Ei dabei. Allein schon. Ja, wir gehen jetzt noch mal ein Stückchen in diese Richtung. Denn hier gibt es noch mehr Essen. Und es gibt ja auch ein paar, ich sag mal, Paketversender. Ob es DHL ist, die Thai Post oder FedEx. Wenn man irgendwas verschicken möchte, ist man auch hier gut aufgehoben. Gibt es also die verschiedenen Expressdienste weltweit. Kann man also Sachen nach Hause schicken. Nicht unbedingt, wenn man jetzt hier eingekauft hat, aber manche, kein Spaß. Für manche lohnt es sich in den asiatischen Ländern zum Beispiel, da lohnt es sich wirklich, anstatt einen Koffer voll zu packen, einen extra Koffer mitzunehmen, da kann man lieber hier ein Paket aufgeben oder einen Koffer verschicken. Ist günstiger als bei mancher Airline 20, 30 oder 50 Euro für einen zusätzlichen Koffer zu bezahlen. Ja, das kann man also hier schön sehen, ob es FedEx ist, DHL, die Thai Post, Air Sea & Cargo, auch Umzugsunternehmen sind hier. Also wenn man vorhat, einen Umzug zu organisieren, hier ist man gut aufgehoben. Es sind also einige Firmen vor Ort. Ja, auch hier, Straßenhändler mit Essen. Ohne Ende. Auch zur Mittagszeit eine beliebte Straße hier. Ich möchte aufpassen. Eine beliebte Straße hier. Wir gehen mal kurz hier in die Seitenstraße rein, hier rechts. Da ist es mittags ganz nett. Gehe ich mittags schon mal gerne essen. Kann man nämlich auch schön sitzen. Das heißt schön, also kann man sitzen. Und ja. Wird fleißig gegrillt. Und hier kommt Eis. Hier kommt Eis. Der Eismann. Wenn der Eismann dreimal klingelt. Ja, hier wie gesagt geht's rein. In die Abteilung, wo man auch sitzen kann. Machen wir einen kleinen Überblick. Hier wird auch schön gekocht. Hier gibt es Omelettes, hier gibt es Partei, hier gibt es hier zum Beispiel die Süßkartoffeln und frittierten Bananen. Der Kollege macht gerade Pause. Aber hier Omelettes. Omelette bis 20 Grad nach Wunsch. Mit der schönen sauren Wurst oder auch andere Varianten. Hier geht es direkt aus dem Bock. Ach, guck mal, hier wird der schön klein gemacht, das Omelette. Herrlich. Und hier die chinesischen Donuts wieder. Also es gibt keinen Frühstücksmarkt, keinen Morgenmarkt, wo es hier diese
chinesischen Donuts nicht gibt, ist also ein Garant für gutes Frühstück. Der macht doch Spaß hier, oder nicht? Also ich bin gerne morgens auf dem Markt. Ich bin generell gerne auf dem Markt, ob Tag oder Nacht. Hauptsache Markt. Ja, und hier, wie gesagt, hier gibt es wieder Kaffee und Soda. Aber da hinten kann man auch sitzen. Und hier hat es auch diese typischen Buffets wieder, wo man also aus verschiedenen Gerichten hier auswählen kann, nimmt man sich ein oder zwei verschiedene Schüsseln vor und dann gibt es Reis dabei, vielleicht noch ein Spiegelei. Ja, das ist jetzt hier vielfach natürlich zum Mitnehmen, aber auch zum Hinsetzen. Da hinten sieht man es. Kann man sich also schön hinsetzen, auch hier rechts von uns Suppen. Eine schöne Gegend hier. Ja, und ihr seht also, es ist voll hier. Die Leute stehen an. Und hier, frisch. Entweder hartgekochte Eier oder Spiegelei. Hier gibt es die Currys, hier gibt es. Hier gibt es wirklich alles, was das Herz begehrt. Das Thai Street Food Herz. Aber immer schön dran denken, es ist auch morgens hier schon um 8.30 Uhr, es ist warm hier. Richtig warm. Und deswegen hier immer Eis. Es ist richtig warm hier. Fange ich mir jetzt zum Schwitzen an. Aber ja, da siehst du wieder. Die Donuts kommen gerade aus dem Fett raus. Und neue kommen wieder rein. Das ist Bangkok am Morgen. Vertreibt Kummer und Sorgen. Ich bin gerne hier. Wir machen jetzt auch gleich Feierabend, denn es wird immer heißer. 7-Eleven gibt es überall. Ich komme jetzt einen kalten Kaffee, eine kalte Kaffeedose, weil die großen Kaffees aus den Straßenverkäufern hier, wenn du da also so einen Kaffee kaufst bei dem Straßenverkäufer, ein Eiskaffee, die hat ja eine Größe, also da kommst du einen halben Vormittag mit aus. Deswegen gehe ich lieber ganz gerne in den 7-Eleven rum und da diese kleinen kalten Kaffeedosen und kostet um die 15 Baht meistens. Bin ich gut mit bedient, gleich irgendwann einen Snack. Und wir sehen uns schon bald wieder. Alles Gute, ciao, ciao. Bleibt gesund, dann braucht ihr keinen Druck.